Hallo liebe Internetfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die am Tag 33. Ja, beim letzten Mal haben wir ein bisschen Hausarbeit gemacht, aber diesmal, ihr seht's, das Bein ist ausgeheilt, das ist prima. Damit sind wir wieder voll einsatzfähig. Na gut, dann schmeiß es weg. Gut, was liegt ein bisschen an? Es kam die Idee oder der Vorschlag von HDY, die Minen zu vergraben. Ich habe jetzt gar keine Mine mehr frei, wir können es aber trotzdem ausprobieren. Keine Ahnung, ob es was bringt oder nicht. Gehen ja immer in Richtung Eingang. Und schnappen uns mal eine. Spaß halber. Und probieren das einfach mal aus. Die Idee ist jetzt, die Mine einfach reinzulegen und jetzt Erde drauf. Geht das nicht? Und es geht nicht, so wie ich es mir schon gedacht habe, weil die Mine als eigenständiges Frame gilt, kann ich nichts rein, ich kann nur was draufsetzen. Das klappt so nicht. Schade. Also haben wir das auch rausbekommen, sozusagen. Das funktioniert nicht. So, wir waren auf der Suche nach Kohle gewesen, nachdem wir uns schön die Gräten gebrochen haben. Das war, glaube ich, hier. Ja. Aber inzwischen sieht es ganz gut aus. Die Überlegung ist, wollen wir ein Lager, vielleicht eine zweite Base sozusagen, ansetzen. Hier hatte ich einen Wegpunkt gesetzt das letzte Mal, weiß gar nicht warum. Das Schneebiom. Wir haben hier eigentlich in der Richtung noch gar nichts. Wir haben auf der rechten Seite relativ zügig, da oben ist auch noch eine große Stadt gewesen. Wir hatten hier auf der rechten Seite relativ viel erkundet. Aber hier links, da waren wir nur bis hierhin gekommen. Von hier oben kamen wir. Das war die Suche nach dem Buch, nach dem Forgebook. Das hatten wir noch entdeckt und dann war Ende. Hätte ich jetzt gesagt, wir hätten mal hier die Straßen, das Biom links neben uns sozusagen, mal erkundet. Das wäre vielleicht gar nicht so unspannend. Bevor wir hier letztendlich anfangen, uns weitere Außenposten einzurichten, sollten wir erstmal gucken, was es noch so gibt. Ach, das trifft sich gut. Essen ist im Moment angesagt. Ja, das war gut. Ja. Woodframes könnten wir mal schon wieder herstellen.
So. Einen Hammer müssen wir eigentlich nicht mitnehmen. Dann werden wir mal aufmunitionieren. Pfeile. Bolzen. Bolzen, Bolzen, Bolzen. Bolzen könnten wir... Wir könnten vor allen Dingen die Knochen wegmachen. Oh ja. Dann hätten wir zumindest schon mal die Knochen weg. So. Dann ist das schon mal weg. Gut, was zu trinken? Klar. Falsche Kiste. Schon wieder. Diesmal. Dabei fällt mir ein, warum ist das Feuer aus? Antibiotika an den Start. Okay, wir haben aus der letzten Geschichte dazugelernt. Rein erfahrungsmäßig. Und rüsten uns jetzt so aus. Ein Antibiotika am Start, ein Splint am Start. Ganz wichtig. Mehl fehlt, das Maismehl. Kein Problem. Haben wir gleich. Na, da haben wir natürlich das Problem dann, dass uns der Mais dann auch bald schon wieder ausgeht. Da pflanzen wir gerade mal wieder neu an. So, erstmal wird... Nein, schlauer ist es, erst den Mais für die Saat anzusetzen. Das ist viel geschickter. Wir haben zwar zwei Reihen, aber da kommt jetzt noch eine dazu. Weil wir doch einen hohen Verbrauch haben. Na, auf den letzten können wir noch warten. So. Und los geht's. Dann machen wir noch eine Aussaat. Das sieht ganz gut aus. Und dann werden wir auf der linken Seite von unserem Safehouse, biomtechnisch gesehen, mal eine Erkundung starten. So die Bione in der näheren Umgebung, das war's schon wieder, für uns erfasst haben. Achso, genau. Das, denke ich, wäre nicht schlecht. Was fehlt noch? Wir produzieren nebenbei noch Holz und Frames, das ist okay. Weil wir später für unseren Hausbau sowieso noch ein bisschen von dem ganzen Kram brauchen. Gravel haben wir ohne Ende. Da werden Zement hergestellt, das ist gut. Neue Gläser sind auch am Start, genau. Da muss es hin.
verschluckt so viel. Das ist unglaublich. So, einmal, zweimal. Dann können wir uns schon Kohle holen. Das wird nicht reichen. Ah, es reicht immer noch nicht. Jetzt reicht es. Das läuft. Wir haben den Wegpunkt gesetzt, oder? Jawohl. Da geht's lang. So. Das heißt, wir folgen dieser Straße. Dann tun wir das. Aber eine Schaufel brauchen wir eigentlich nicht im Inventory. Na dann, sind wir wieder unterwegs. Freut mich. Nur mal kurz gucken, ob da was Gescheites drin ist. Das nehmen wir mit. Das geht knapp vorbei. Also darauf kann ich nicht verzichten, das ist klar. Daraus stellen wir natürlich unsere Munition her. Unsere Patronenhülsen. Und das nehmen wir natürlich schon noch mit. Ah, ich wollte doch gerade sagen, ich habe da was gesehen. Level 39. Wow. Das Glas lasse ich... Ah, man hat sich hier an dem Bild vergnügt. Man hat jetzt hier einen Hirsch gebraten. Interessant. Außenrum. So. Den knallen wir noch weg. Manchmal haben sie ja wertvolle Sachen dabei, außer ihrem Fett. Manchmal. Ach, da unten ist er. Na komm, Fiske, jammer, kriegst du noch einen. Doch schon ein bisschen voller hier wieder. Schwester wird natürlich ungern ausgelassen. Oh, noch einmal Alkohol. Da fällt mir ein, wir hatten unseren ja total vergessen. Gut, jetzt haben wir ihn.
Okay, wir kriegen ihn nachgeliefert. Das war ja mal nicht schlecht. Oh, das ist auch etwas, was wir nicht in Ruhe lassen können. Dann bauen wir jetzt mal... Ne, jetzt machen wir anders. Die schmeißen wir weg. Shift. Bauen. Und jetzt nehmen wir sie wieder auf. Das passt gut. Nehmen wir noch einen dazu. Gut. Da hat ihr uns den Alkohol zurückgebracht. Den hatten wir total vergessen. Ja, das ist natürlich schon nett. Ah, dem Sonnenuntergang entgegen. Wir sind wieder on the roads. On the road again. Ja, on the road again ist gar kein schlechter Titel. Den können wir eigentlich jetzt für die Folge mal nehmen. Bam. Okay, noch einmal Alkohol dabei. Die brauche ich eigentlich auch. Naja, wir nehmen es mal. Regel der Dankbarkeit. Nehmen wir sie mal mit. Oh, da ist noch eine Schwester. Egal. Sonst kommen wir nie an. Sonst kommen wir doch gar nicht an. Wir wollen ja irgendwann mal vorankommen. Nach der ganzen Hausarbeit ist mal wieder entspannend. Wieder was zu unternehmen. Denn hin? Ist da ein Reh? Ey, brauche ich jetzt nicht. Ey, gibt's das denn? Nix dabei. Ach komm. Weg mit dir. Dumpfbacke. Ja, ich muss mal kurz was kontrollieren. Doch, das passt. Okay. Komm ich hier hoch? Ups. Eine Schwester stiefelt sie in den Katakomben rum. Uah. Ach du liebe Zeit. Das hat ja richtig wehgetan. Oh, ein Rucksack. Das ist interessant. Nehmen wir. Brauchen wir nicht unbedingt, aber komm. Können wir noch wegschmeißen. Ah, unsere Hose. Das ist doch die Hose. Beim letzten Mal haben wir doch die Hose zerrissen, damit wir Stoff haben für unseren Splint. Das hat sich jetzt erledigt. Ein Lauf durch die Prairie. Oh, die Prairie. Uah. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, was ist das denn? Ey, gibt's schon echt Ecken? Das ist dann schon unangenehm, wenn man da irgendwie reinfällt. So, wir sind... Da. Das ist gut. In den letzten Abendminuten. Ach ja, ja. Da waren wir in diesem Steingebäude. Hatten uns dann ein bisschen verschanzt und in der Nacht noch ein bisschen rumfuhrwerkt hier drin. Ich erinnere mich.
Oh, da sind aber eine Menge drin. Und es ist auch gleich Laufzeit. Da wäre es nicht schlecht, wenn man so ein paar wegmacht. Na komm schon. Jetzt beginnt die Lauferei. Gut, dann laufen wir auch mal. Dann klären wir mal, was hier los ist. Da ist noch was. Habe ich jetzt nicht mitbekommen, weil er zurückgezoomt hat. Ist wohl erwischt. Sehe jetzt nichts mehr. Gut. Einen schnellen Blick werfen wir noch rein. Bevor sie hier zu Gorblöcken mutieren. Na gut, wir wollen ja das Gebiet erkunden. Tun wir. Zum einen wollen wir das abschließen, dass die Straße sozusagen... nee, oder? Da ist sie schon beendet, die Straße. Und es geht ins Schneebiom. Naja, wir haben gesagt, komm, wir nehmen es mal mit. Der Rest ist jetzt nicht so prickelnd. Absolut unbekannt alles noch. Aber wir sind ja einmal quer durchgerannt. Okay, ich hätte gesagt, dieses Schneebiom, das schauen wir uns dann mal von der... wie das hier aufzieht. Das ist cool. Da freue ich mich auch in der neuen Alpha 12. Das wird wettertechnisch fantastisch werden, sage ich jetzt schon. Aber das Schneebiom machen wir beim nächsten Mal. Ihr Lieben, die Zeit ist um. Ich hätte gesagt, wenn es euch gefällt, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Wenn ihr wissen wollt, wie es im Schneebiom aussieht, dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Also, macht's gut. Tschüss.